Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, vielleicht sollten wir die Emotionen mal wieder ein bisschen runterfahren und wieder mal auf die Sachebene kommen. Naja, ich sag mal, Herr Hofreiter, dass Sie hier einen Rumpelstilzchen-Tanz aufführen mit ein paar Parolen und auch Hetzkampagnen, das tut weder der Sache gerecht, wird weder der Sache gerecht noch unser demokratischen Anspruch. Ich finde schon, jeder Bürger hat den Anspruch, dass auch die Grünen sich sachlich mit den Themen auseinandersetzen und nicht hier einfach in die Luft irgendwas blasen, um dann auch noch andere Leute hier zu diffamieren. Das tut Ihnen nicht gut, das tut uns allen nicht gut. Ich möchte gerne auf vier Punkte eingehen. Erstens, ja, wir haben einen Koalitionsvertrag. 2013 haben wir uns zusammengesetzt. Koalitionsverträge haben es in sich, dass jeder seine Projekte hat. Aber, und das muss man auch sagen, am Ende machen wir ein Gesamtpaket. Und ich weiß jetzt nicht, wo Herr Bartol ist, aber sich hier dann hinzustellen und ich sag mal, wir haben verabredet, gemeinsam dieses Spiel zu machen und sich dann in den Strafraum zu legen, und einfach überhaupt nicht mehr auf die Einen Argumente Blick mal, Herr Kollege, darf ich mal, Herr Moment, darf ich mal die Kollegen, die dringende Gespräche im Plenarsaal führen müssen, darum bitten, das außerhalb des Plenarsaals zu tun? Bitte schön, Herr Murmann. Dankeschön. Und wir haben uns deswegen auch mit den Argumenten auseinandergesetzt. Und es gibt natürlich auch viele positive Argumente. Und das hat auch die CDU davon überzeugt, dass wir dieses Projekt gemeinsam machen. Nämlich, dass wir Infrastruktur auf eine neue Finanzierungsphase stellen, weil wir der Meinung sind, Infrastruktur ist für unser Land ein prioritäres Thema, für unseren Mittelstand, der dezentral aufgestellt ist, wo viele kleine und mittlere Unternehmen liefern müssen, zum richtigen Zeitpunkt, termingetreu. Und deswegen haben wir dieses Projekt beschlossen. Zweiter Punkt. Wir haben gesagt, wir wollen keine Doppelbelastung. Sie wissen, die Kfz-Steuer besteht aus Hubraum- und CO2-Komponente. Ich habe letztes Mal mit einem Beispiel versucht, deutlich zu machen, wie sich das rechnet. Wir haben eine Änderung jetzt. Der Verkehrsminister hat mit der EU noch mal gesprochen und sie haben sich auf eine Änderung verständigt, die zusätzliche Entlastung von 100 Millionen Euro bringt für Euro 6-Fahrzeuge, also für die Fahrzeuge, die besonders wenig umweltschädlich sind oder umweltfreundlicher sind. Langfristig, da gibt es eine langfristige Komponente mit 32 Cent pro Kubik, 100 Kubik, und es gibt eine kurzfristige mit zusätzlichen 13 nochmal, die nur für 2 Jahre gilt. Ich hatte gesagt, es gibt den Polo vom Kollegen Schwarz, den ich im Moment erst nur da hinten sehe, der heute leider nicht redet. Der zahlt Kfz-Steuern von 52 Euro, kriegt jetzt eine Entlastung von 30 Euro mit der durch die Infrastrukturabgabe, weil das das Element ist, was er auch zahlen muss. Und Steffen Bilger hatte sich beschwert, dass ich ihm ein BMW 37 zugeordnet hatte. Er hätte lieber einen Mercedes gehabt. Okay, aber die Steuer am Ende bleibt trotzdem 390 Euro, weil eben sehr viel mehr Kubikzentimeter und größerer Hubraum und größere CO2. Und seine Entlastung würde eigentlich jetzt 162 Euro betragen, ist aber nur 130, weil das gedeckelt ist, auch nach den neuen Regeln. Insofern werden kleinere Fahrzeuge deutlich besser jetzt gestellt als größere Fahrzeuge, und das ist auch ein Ziel dieses Projektes. Zwei Punkte noch. Einnahmen und Ausgaben wurden häufig erwähnt. Es gibt da sehr unterschiedliche Prognosen. Das BMVI hat uns die Rechnung vorgelegt, dass etwa 500 Millionen zusätzliche Einnahmen kommen. Es gibt Leute, die das bezweifeln. Am Ende gehen wir aber davon aus, dass auf jeden Fall ein positiver Beitrag bleibt. Da sind natürlich sehr viele Parameter. Es ist übrigens üblich, dass, wenn wir in Anhörungen gehen, dass es Sachverständige gibt, die solche auf der einen Seite stehen und auf der anderen Seite, wie die dann gerade verteilt sind. Frau Hagedorn, unser war leider... Ja gut, aber ob jetzt welche Sachverständigen nun gerade bei der Anhörung sind, das macht nun wirklich nicht das Ergebnis am Ende aus. Also insofern, wir gehen davon aus, es wird einen positiven Beitrag leisten. Wir haben Ausgaben, es ist eine einmalige Umstellung, die führt natürlich auch zu einmaligem Aufwand, insbesondere was die Bescheide angeht, aber auch beim Zoll. Der Zoll hat in der Anhörung gesagt, okay, er ist noch nicht ganz sicher, ob die Mitarbeiter, die zur Verfügung gestellt werden, auch wirklich dafür ausreichen. Wir haben gesagt, okay, wir evaluieren, nach 2 Jahren evaluieren wir dieses Gesetz und dann schauen wir, ob wir gegebenenfalls an der einen oder anderen Stelle nachsteuern müssen. Letzter Punkt, EU-Konformität. Ich denke, das ist jetzt auch eindeutig geklärt.
Wir haben eine Nutzerabgabe, die auch in anderen Ländern, wenn Sie nach Österreich fahren, gibt es die auch in anderen Ländern gibt, die ist für In- und Ausländer, da gibt es keinerlei Diskriminierung. Die Sachverständigen haben auch noch mal klar gesagt, die Kfz-Steuer ist eine reine nationale Besteuerung. Das heißt, auch wenn in Österreich oder in Frankreich die Kfz-Steuer rauf oder runter geht, hat das mit Europa ansonsten auch nichts zu tun. Insofern ist das eine nationale Hoheit, die wir so steuern können, wie wir das wollen. Es gibt vielleicht noch ein Thema bei den Gewerbetreibenden, die bisher natürlich keine Nutzerabgabe zahlen mussten, die unter 7,5 Tonnen, also auch keine Lkw-Maut haben, die jetzt eine zusätzliche Belastung haben. Aber da sind wir auch der Meinung, es gibt natürlich keinen Anspruch darauf, auf Dauer sozusagen einen Wettbewerbsvorteil zu haben. Insofern gehen wir davon aus, dass das auch kein Thema ist. Also, summa summarum, wir wollen den Umstieg in eine nutzergebundene und auch nutzergebundene und zweckgebundene Finanzierung der Infrastruktur, weil wir das sinnvoll halten. Wir wollen die Entlastung durch die Kfz-Steuer, die übrigens besonders den kleinen PKWs zugutekommt, zusätzlich 100 Millionen für Euro 6 Fahrzeuge. Und wir haben das alles mit der EU abgestimmt. Insofern bitte ich um Ihre Zustimmung. Nach 2 Jahren evaluieren wir das nochmal und dann werden wir sehen, dass wir damit ein erfolgreiches Gesetz auf den Weg gebracht haben und eine Änderung in der Infrastrukturfinanzierung schaffen. Dankeschön. Das Wort hat nun der Kollege Sebastian Hartmann für die SPD-Fraktion.